ich beitrete, entweder der Rittergilde mit Ehrenkodex hier und da und tralala, oder eben denen, den Nachtschatten, ach, wie heißen sie? Ach, keine Ahnung, die Hintergrundorganisation. Du hast Venedig erreicht, eine große Stadt. Behalte sich stets deine Mission im Auge. Du kannst sie im Tagebuch nachlesen. Du wirst viele Menschen treffen, die dir auf deine Mission weiterhelfen können. Ja. Sehr schön. Gut. Dann. Ja. Das ist Venedig in seiner übertriebenen, aber dennoch vollen Größe hier. Du bist ein Bandit, oder? Nur diese grauen Banditen kommen vom Wassertor hierher. Seit die da unten sind, muss ich woanders schlafen. Nee, Angst machen dem kleinen Jungen braucht man nicht. Das Wassertor ist wieder sicher, kleiner Freund. Hey, dann bist du ein Held. Wenn ich groß bin, werde ich ein Held, genau wie du. Erzähl mir was über dich. Ich mache Botengänge für die Leute, weißt du? Hafen, Arsenal, äußerer und innerer Bezirk. Ich kenne sie wie meine Westentaschen. In den Straßen ist es nachts sehr gefährlich, aber kein Bandit kriegt mich zu fassen. Meine Eltern sind tot, also schlafe ich auf der Straße. Sonst noch was? Ja. Hast du jemals etwas über Sophistos gehört oder etwas über magische Bücher? Bücher? Keine Ahnung, von was du da sprichst. Aber warte mal! Die Leute sagen, dass es da einen Kerl gibt, der komische Sachen mit Papier und Schriftrollen macht. Er heißt Nox und wohnt in den Hintergassen. Ich kann dich hinführen, wenn du willst. Führe mich zu Nox. Gehen wir erstmal zu Nox und reden mit dem. Das ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt. Es kann jetzt allerdings einen Moment dauern, da der ein Ticken neu in der Stadt ist. Vielleicht kann ich erklären, wo es lang geht. Danke. Nein, ich muss gerade dem Kleinen folgen. Das wäre blöd, wenn ich den verlieren würde. Von daher. Nun ja. Da war gerade ein Rabe angezeigt. Die Fähigkeit habe ich noch nicht. Aber die kommt wohl später dazu. So. Also die werde ich später erlernen, sagen wir es so. So, Kleiner, jetzt geh mal 3 Schritte schneller und dann dauert das Ganze auch nicht mehr so lange. Aber naja, der wird wohl noch einen Moment brauchen hier mit seiner Lauferei. Ist er wieder eigentlich über den Marktplatz? Ich weiß nicht. Ja, gut. Dann müssen wir wohl noch einen Moment laufen. Die Hintergassen sind auch noch. Doch. Die Hintergassen, das dauert noch einen Moment, bis wir da sind. Ausgerechnet er? Naja. Sei gegrüßt. Man kann hier mit den Leuten auch ein bisschen reden, aber das. Ja, es ist meistens nicht so. Das könnte mich nicht weniger interessieren. Hallo. Es ist meistens recht uninteressant und es kommt nicht viel bei rum. Also, Wir können da sowieso nichts ausrichten. Gut. Übrigens da vorne, das Haus mit der Fahne da. Das ist die Wache. Das hier ist der Orden des Lichts oder sowas in die Richtung. Zu dem Benedikt gehört. Da könnte ich mich theoretisch auch als Mitglied melden. Aber da ist dann eben die Frage, was man dann lieber macht. Ich weiß nämlich nicht, inwieweit man dann noch andere Fähigkeiten wie Schlösser knacken oder so weiter lernt. Aber ich denke mal eher, dass man die nicht lernt. Obwohl, man kann ja beides mal versuchen.
das hatte ich mir schon mal überlegt. Dann speichere ich einfach vor, bevor ich eben in einen Orden gehe und entscheide dann, welcher besser ist. So. Da ist auch ein Tor. Ich höre es doch. Also ein Nexus-Portal, meine ich jetzt. Gut, alles mit Schlössern und so kann man hier übrigens betreten. Auch wenn man die Schlösser vorher öffnen muss. Was man allerdings noch nicht kann. Was allerdings sehr hilfreich wäre, wenn es denn dann so weit kommt, dass man denn dann... Ja. So. Ah, wie geht's dir? Bis später. Der wollte mich doch zu Dings führen. Ja, ich wollte schon sagen. Nee, komisch. Was ist los? Wie geht's dir? Wo kann ich Arbeit finden? Ich weiß nicht so genau. Also es gibt den Orden des Heiligen Siegels. Die sind aber nicht sehr nett da. Und sie kämpfen viel. Dann gibt es noch die Schattenflügel. Manchmal mache ich Botengänge für die. Sie bezahlen immer gut. Und im inneren Bezirk gibt es das Netz der Maske. Aber von denen hört man nicht viel. Ach, stimmt. Erzähl mir was über dich. Ich mache Botengänge in den Mantel. Das hatten wir ja schon. Wo ist es sicher, sich auszuruhen? Hier ist es nachts nicht sicher. Du solltest zur Gaststätte im Handelszentrum gehen. Einfach über eine der drei großen Brücken gehen. Bis später. Okay, er hatte mich ja eigentlich... Ich habe ihm ja eigentlich gesagt hier, dass er mich zu dem Nox bringen soll. Deswegen... Ja, der ist... Dieser Nox ist auch hier. Das, keine Frage. Du warst also noch nicht oft in den Hintergassen. Ja gut, der ist es nicht. Wer bist aber du? Das geht dich gar nichts an. Du scheinst ein wichtiger Mann zu sein. Ich wüsste zu gern mehr. Naja, also so wichtig ist meine Arbeit jetzt auch wieder nicht. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Eine schmutzige Stadt. Schmutzig und am Verrotten. Man nennt mich Ratte. Aber das ist natürlich nicht mein richtiger Name. Die meisten von uns tragen solche Namen zum Schutz. Der kleine Nachteil ist, dass man dann daran auch erkennt, wer einer von uns ist. Und wenn du noch einen kleinen Hinweis willst, dann halte dich nachts von den Straßen fern. Die Banditen halten Ausschau nach Reichen und nach Fremden, um sie in Stücke zu reißen. Was tust du hier? Ich bin ein Wachposten. Jeden Tag melde ich meine Beobachtungen einem kleinen Laufburschen. Und der sagt's dann Rabe, meinem Boss. Das Problem ist jetzt aber, dass der kleine Drecksack seit Tagen nicht mehr hier vorbeikommt. Ich aber meinen Posten nicht verlassen darf. Und was jetzt? Moment mal. Wie wär's, wenn du dem kleinen Rotzlöffel klar machst, dass er gefälligst wieder hier aufzukreuzen hat? Ich würde mich dankbar erweisen. Man sieht sich. Ja, Rattenarbeit. Hey da, wenn du nach Nox suchst, der ist nicht zu Hause. Ich glaube, er ist zum alten Tempel beim Marktplatz gegangen. Gut, das ist schon mal eine kleine Hilfe. Jetzt könnte ich noch mal mit dem Kleinen hier reden, dass der da bist oben du ja auf... wieder. Ich gehe zum alten Tempel zurück. Soll ich dich dahin zurückführen? Vielleicht ein andermal. Ah, so. Wie geht's dir? Ratte sagt, du besuchst ihn nicht mehr. Den hasse ich. Er schlägt mich immer. Schlimmer als mein Vater. Also ich meine, als mein Vater noch am Leben war. Komm schon, er gibt dir sicher etwas Geld für deine Arbeit. Manchmal gibt er mir was, manchmal nicht. Er ist ein schlechter Kunde. Es wird besser sein, wenn du wieder zu ihm gehst. Ja, glaube ich nicht. Wie wäre es mit etwas Naschzeug? Ja, aber nicht von dir. Ratte muss es mir geben. Okay, dann rede ich jetzt nochmal mit Ratte. Bisschen Süßigkeiten, damit kann man Kinder überreden, das ist immer schon... Hallo! Dein Laufbursche sagt, er hätte lieber Naschzeug von dir anstatt Schläge. Ja, was denkt sich der Frechdachs eigentlich? Weiß wohl, dass er mich in der Hand hat, der Bursche.
Wird mal ein prima Bandit. Naschzeug hin, Naschzeug her. Ich kann ja nicht einfach einkaufen gehen. Ich sitze hier fest. Man sieht sich. Na gut. Das ist jetzt dann die Frage, was der Kleine daraus macht. Gut. Dann drei Netzwerke. Darüber müsste ich eigentlich mal nachgucken. Nee. Moment. Ja, ich kann noch mal kurz mit dem reden. Hallo? Ah, wie geht's dir? Ratte sagt, du besuchst ihn nicht. Den hast du schlimmer. Komm schon. Manchmal. Er ist ein. Wie wäre es? Ja, aber. Ah, wie geht's? Ach, ja, okay. Bis später. Okay. Noch steht die Auswahl der Gilde ja nicht an. Obwohl, ich kann ja schon mal anfragen hier. Ach, Moment. Hab dich hier noch nie gesehen. Kommst du, um zu trainieren? Oder benötigst du etwas anderes vom Orden des Heiligen Siegels? Ja, erstmal die Nachricht übergeben. Ich habe eine Nachricht für dich. Lass mich einen Blick darauf werfen. Was? Benedikt? Tot? Und Ingvar im Exil? Du bringst schlechte Neuigkeiten. Sie feuern meinen Hass nur an. Was ist aus dieser Welt geworden? So. Erzähl mir etwas über den Orden des Heiligen Siegels. Wir sind eine uralte Vereinigung. Wir lieben die Rache, so wie der heilige Antonius, unser Gründer, sie uns gelehrt hat. Unsere Prinzipien erlauben kein Versagen. Für das verkommene System dieser Stadt haben wir nur Hass übrig. Es war von Anfang an falsch, die Leute ihr eigenes Schicksal bestimmen zu lassen. Schau, was nun aus uns geworden ist. Verdorbene Seelen haben Venedig übernommen. Wahrhaftig soll das Volk nur vom Schwert regiert werden. Und einzig vom stärksten Schwert. Dafür werden wir immer kämpfen. Wir predigen Zorn und Zerstörung mit der Klinge. Und wir nehmen nicht viele in unsere Reihen auf. Nur diejenigen mit starkem Zorn und besonderen Fähigkeiten sind willkommen. Sekunde, Ja, Welches Training bietest du an? Du kannst hier Kampffertigkeiten erlernen oder Fähigkeiten trainieren, die du schon gemeistert hast. Neue Fertigkeiten erweitern deine Möglichkeiten in Kämpfen gewaltig. Und unser Training zeigt dir, wie du gegnerische Schläge abwehrst. Die Art, wie jeder anständige Krieger kämpfen sollte. Oh Mann, ich finde jetzt einfach gar nicht über diese blöden Gilden. Erlernen. Neben anderen Künsten sollte jeder wahre Krieger lernen, die Schläge seines Gegners zu parieren. Verdammt. Eine Sekunde. Wie geht das denn jetzt nicht? Okay, wo bin ich denn jetzt hier? Moment. Irgendwas? Oh oh. Scheiße. Wieso hat sich das denn jetzt aufgehängt? Mist, komm schon. Dein Ernst? Okay, ich guck mal, was da los ist und dann melde ich mich wieder.